Wunderbares Wetter und himmlische Ruhe hier auf dem Kirchplatz im Wilhelmbusch-Dorf Mechtshausen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Sendung Talk im Dorf mit Ortsbürgermeister Jens Ottmann. Moin Jens. Moin Iris. Schön, dass du bei uns bist, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich auch. Schönen Dank. Erzähl ein bisschen von dir. Ja, mein Name ist Jens Ottmann. Ich wohne seit 17 Jahren hier in dem wunderschönen Dorf. Bin seit 17 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder. Und man erfüllt das Dorfleben hier richtig schön mit. Wir beide wohnen ja noch nicht so lange hier und eigentlich habe ich es mir so vorgestellt. Ich bin entspannter. Ich finde, es ist ein wunderschönes Dorf. Ja, es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man in einer Großstadt, so wo ihr beide herkommt, ist das halt auf dem Dorf schön idyllisch und ist auch enger vereint mit den anderen Dorfbewohnern. Das ist schon eine feine Sache. Ja, man fährt immer hier morgens durchs Dorf und es geht immer Moin, Hallo, ja, alle grüßen, alle sind freundlich. Du bist als Bürgermeister noch relativ frisch im Amt. Ja, seit dem 1.11.2021 bin ich Ortsbürgermeister. Vorher war ich 5 Jahre schon im Ortsrat hier tätig und davon auch 3,5 Jahre im Stadtrat in Seesen. Immer politisch engagiert und unterwegs. Ja, ich habe das Amt ja von meinem Schwiegervater übernommen und da bleibt es in der Familie, das Amt. Ja, das stimmt. Reinhard Rubbel, ich erinnere mich, richtig. Der Mann mit dem Bücherschrank. Genau. In Mechtshausen ist in diesem Jahr viel los, endlich wieder. Ja, es war ja auch 2 Jahre hier sehr ruhig. Und diese ganzen Dorfflohmärkte, das ist ja relativ bekannt. Ihr wart noch nicht dabei, aber in diesem Jahr findet er auch das erste Mal hier statt. Jawohl, am 12.06. Von 12 bis 17 Uhr gibt es hier viele Stände, wo man sich vieles angucken kann, auch vieles erwerben kann. Ja, also wir freuen uns da sehr drauf. Also wir hier auch, ich auch, endlich werde ich Sachen los, hoffentlich. Ja. Also es wird wie auf allen Dorfflohmärkten auch so sein, dass es hier auf einzelnen Grundstücken angeboten wird. Ja. Und Wilhelmbusch-Haus hat an dem Tag auch auf, sodass man da auch einen Schlenker vorbei machen kann. Da kann man auch das Wilhelmbusch-Haus besuchen, wo halt der Wilhelmbusch seine letzten Jahre verbracht hat. Gibt es eine kleine Ausstellung, ist ein schönes Haus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, uns hier im Dorf zu besuchen, und das Dorf ist auch nicht sehr groß. Ja. Wird für das leibliche Wohl gesorgt? Nicht, dass unsere Gäste denken, sie verhungern? Natürlich, es wird eine Grillstation geben, es wird Pizza und leckeres Eis geben. Cool. Braucht keiner drauf verzichten an diesem Tag. Und Kaffee und Kuchen und viele andere Leckereien wird es im Dorf verteilt geben. Ja. Es wird für jeden was dabei sein. Das denke ich doch auch, weil die Mechtshäuser sind ziemlich gastfreundlich, habe ich auch festgestellt. Und von daher denke ich, dass viele leckere Sachen irgendwo stehen, wo auch unsere Besucher bestimmt mal hinlangen dürfen. Ne? Na klar. So stellen wir uns das vor. Es gibt ja auch immer ziemlich gerne Verkehrschaos dann bei diesen Festen. Wird das hier auch so sein? Nein, oder habt ihr andere Pläne? Das glaube ich nicht. Wir haben ausgewiesene Parkplätze für unsere Besucher. Mhm. Gleich am Ortseingang jeder Besucher wird darüber informiert, was in diesem Dorf los ist oder wo er was erwerben kann. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch, wo er sein Auto abstellen kann. Und wie gesagt, es ist ja alles zu Fuß zu erreichen. Ja. Es wird ein kleiner Rundweg geben. Es ist eigentlich gut ausgeschildert. Ja. Weil das wäre ja eigentlich auch nicht so schön, wenn hier den ganzen Tag Autos durchs Dorf fahren. Außerdem reden wir gerade alle vom Klimawandel. Wir in Mechtshausen unterstützen das sehr, indem wir euch bitten, kommt mit dem Rad, lasst das Auto auf den ausgewiesenen Parkplätzen stehen. Die Möglichkeit, dass die Leute große Sachen dann am Stand hinterlegen, ist doch da. Das ist gegeben. Ne? Müssen sie halt nur sagen, dass sie später vorbeikommen, genau, und die Sachen wieder abholen. Das, genau, ist kein Problem. Also muss sich auch niemand Sorgen machen, dass er jetzt den ganzen Tag riesengroße Sachen mit sich rumträgt. Da hier immer alles irgendwie so super klappt, wie wird das Wetter? Wir in Mechtshausen sind alle optimistisch und es wird schon ein super Tag werden. Wir gehen davon aus, dass es gutes Wetter gibt. Davon gehen wir hier auch alle Mann aus, ich auch. Ich gebe schon meine Bestellung auf. Also die Mädels aus meiner Generation kennen das mit dem Bestellen beim Universum. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Bestellt deine Frau auch? Nein, aber ein paar Bekannte machen das, ja. Ja, machen immer noch, finde ich gut. Ich dachte, das wäre vorbei, weil ich gestehe, ich mache das immer noch. Und das funktioniert auch oft. Ja.
Also der Optimismus, Entschuldigung, und die Bestellung. Wetter wird bombig. Wir freuen uns riesig, wenn alle kommen. Du hast auch einen Stand, glaube ich, ne? Ich habe auch einen Stand, ja. Gleich vorne mit als Erster im Dorf. Ah. Also auch alle gleich zu Anfang mal bei Jens Ottmann vorbeigucken. Jetzt zeigen wir euch anschließend noch ein paar schöne Impressionen vom Dorf, sodass ihr noch mehr Lust bekommt, hier zu Fuß durchzuschlendern. Wir beide unterhalten uns sicherlich irgendwann auch wieder. Na klar. Es hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch, Iris. Danke dir. Und damit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Sendung. Jawohl. Talk im Dorf. Wiedersehen. Tschüss. Mechtshausen. Das Dorf am östlichen Rand des Heber begrüßt seine Gäste gleich freundlich am Ortseingang. Genießen Sie bei Ihrem Besuch in vollen Zügen den Blick auf den Heber. Lassen Sie sich nicht einen Besuch des Willem-Busch-Hauses entgehen. Es ist auch an diesem Sonntag für Sie geöffnet und lädt Sie mit seinem gepflegten Pfarrgarten zum Verweilen ein. Max und Moritz, die bösen Buben, dürfen hier natürlich nicht fehlen und weisen auf das Buschhaus und die Ruhestätte des Dichters hin. Der Blick auf den Turm der schönen alten Kirche und der vielen Fachwerkhäuser runden den Spaziergang durchs Dorf ab. Dies und vieles mehr erwartet Sie am 12. Juni 2022 bei Ihrem Besuch in Mechtshausen.